Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 5. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen wieder. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Mond hat eine abnehmende Mondphase. Abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas beginnen, starten, was abnehmen soll, wie abnehmen. Oder von etwas verabschieden, loslassen, trennen, kündigen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Aber hier müssen wir etwas korrigieren. Es gibt nämlich eine geheimnisvolle 13. Tierkreiszeichen und das ist der Schlangenträger. Warum? Was sind diese Tierkreiszeichen? Diese Tierkreiszeichen sind Sternbilder und wir haben ganz viele Sternbilder im Himmel. Aber die Besonderheit ist bei diesem Sternbilder, dass sie miteinander verbunden sind und sie bilden sich ein Gürtel. Und dieser Gürtel heißt Ekliptik. Aber in diesem Ekliptik befindet sich ein 13. Sternbild und das ist der Schlangenträger. Aber dieser Schlangenträger gehört nicht zu dem Tierkreiszeichen. Das wäre dann die geheimnisvolle 13. Tierkreiszeichen. Warum? Das kann ich nicht beantworten. Aber es ist nun mal so. Und die heutige Mondbewegung bewegt sich in diesem Schlangenträger. Bekommt auch einen Einfluss von Rastaban. Und dieser Rastaban ist der Kopf der Schlange. Und bedeutet Vorsicht, es geht etwas zu verlieren. Also wir können mit Verlust rechnen, aber auch mit Streitigkeit rechnen. Aber zum Glück, nicht nur Rastaban beeinflusst die heutige Mondbewegung und dadurch wirkt auf unserem heutigen Tag, sondern auch Sabik. Sabik, diesem Stern, befindet sich im Schlangenträger. Das ist die linke Knie der Schlangenträger und bedeutet übersetzt die vorausgehende. Das heißt, wir sollen etwas planen, was kommt in Zukunft, in den nächsten Tagen oder einen Schritt machen, was dafür sorgt, dass in Zukunft etwas sich verändert, die vorausgehende. Welche Geschichte ist in Verbindung mit diesem Schlangenträger? Das beschreibt die klassische griechische Mythologie. Und das möchte ich erzählen. Es gab einmal eine wunderschöne Frau und diese Frau heißt Koronis. Und diese Koronis verliebte sich an Sonnengott Apollo. Ihr Bruder, der Bruder von Koronis, sagte, sei vorsichtig. Wenn du an Apollo dich verliebst, du weißt, das ist der Sonnengott, der hat die Glanz. Und du stehst immer in die Schattenseite. Du wirst nie diese Glanz zu kommen. Hat nichts geholfen, nichts gebracht. Koronis hat an Apollo verliebt. Und umgekehrt auch. Apollo hat an Koronis auch verliebt. Aber was der Bruder von Koronis gesagt hat, du wirst nie diese Glanz haben als deine liebe Apollo. So war es das auch. Koronis hatte nie diese Aufmerksamkeit bekommen, was sie gewünscht hat. Was hat sie gemacht? Hat versucht, mit anderen Männern die Bestätigung holen, dass sie eine wunderbare Frau ist. Und was passierte dann? Apollo wurde eifersüchtig. Eifersüchtig auf Koronis, weil sie hat mit anderen Männern kontaktiert.
und tötete Koronis. Vor sie aber starb, erzählte ein Geheimnis. Sie erzählte an Apollo über eine Schwangerschaft. Sie erzählte, dass sie eigentlich schwanger ist, schwanger von Apollo. Sie starb und das Kind bleibt im Leben. Und dieses Kind ist nichts anderes als der Schlangenträger. Asklepios, der himmlische Arzt. Wie kommt es, dass dieses Kind, dieser Schlangenträger Arzt wurde? Weil Chiron oder Chiron hat für die Erziehung gesorgt. Und Chiron war der Heiler, der Ratgeber, die Weise. Und natürlich die Heilkunst hat an Asklepios weitergegeben. Chiron hat auch bei Apollo aufgewachsen. Und so kam zu dieser Bindung, also Asklepios hat die Heilkunst gelernt und wurde der himmlische Arzt. Und Asklepios, dieser Schlangenträger, heilte ein Kind. Weil dieses Kind war der Sohn von König und ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios hat dieses Kind gerettet. Es kamen zwei Schlangen. Der eine Schlange trägte der Gift in sich und der anderen Schlange der Heilkräuter. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt dieses Kind? Wenn er die Gift gibt, dann stirbt das Kind. Wenn aber der Heilkräuter nimmt, dann heilt auch. Zum Glück hat er die richtige Entscheidung getroffen und hat den Königssohn gerettet und geheilt. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Der Schlange, der eine Schlange mit dem Gift, verkörpert die Lüge. Und wenn wir falsche Entscheidung treffen oder nicht vorsichtig sind, dann glauben wir an diese Lüge. Und wenn wir in dieser Lüge glauben, dann sind wir naiv wie ein Kind, so wie dieses Kind auch in einen Honigtopf gefallen. Weil wie kommt eine Lüge? Immer honigsüß verpackt. Dann fallen wir auch in diesem Honigtopf und sind wir ein Kind, weil wir alles geglaubt haben, was uns erzählt wurde. Also heute ist die Botschaft: Vorsicht, welche Informationen wir heute erhalten. Ist das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Also das erzählt diese Geschichte und auch der Kopf der Schlange, diese Rastaban. Und wenn das der Kopf der Schlange ist, dann macht jemand auch Gedanken über eine Lüge. Und wie trifft das den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Das ist wirklich wichtig momentan, für die Wiedergeborenen etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren oder wahrgenommen werden, im Mittelpunkt stehen. Wir sollen aber auf die Verbindungen achten. Die Gespräche können unangenehm sein. Das kann auch eine Herausforderung sein, weil das führt zu Missverständnissen. Also wir sollen die schwierigen Gespräche eher vermeiden. Und es ist besser, auf unserem Gefühl hören. Was vermitteln wir? Wie vermitteln wir das alles? Oder was glauben wir? Welche Informationen kommen? Glauben wir wirklich in diese Lüge? Oder führt das zu einem Streit und Enttäuschungen? Also auf dem Gesprächen achten. Und das trifft in erster Linie die Wiedergeborenen und die Steinbockgeborenen. Umbrüche, Veränderungen sind zum Erwarten. Aber wichtig ist, in die Kraft
bleiben, weil das, wenn das zu viel ist oder wirklich zu einer Streitigkeit kommt, dann verlieren die Wiedergeborenen gerade den Kraft. Oder ich könnte sagen, wir verlieren, ich gehöre auch dazu. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein Aufstieg. Sie werden jetzt sichtbar. Das heißt, sie werden wahrgenommen. Und die Stiergeborenen haben gerade Glück in die Liebe, Partnerschaft. Da bewegt sich einiges. Es ist vielleicht nicht heute spürbar, aber es nähert sich etwas, weil da kommt die Bestätigung, die Anerkennung oder ein Kompliment. Und die Stiergeborenen, die alleine sind, haben zurzeit die Möglichkeit, jemand kennenlernen. Und in den kommenden Tagen kommt das auch in Form. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten, die Ruhe bewahren, aber nicht einschlafen die Möglichkeiten, sondern auch aktiv sein, aber im Gleichgewicht bleiben. Und vor allem ordnen, wo setzen sie ihre Kraft ein, in welche Richtung lenken sie die Aufmerksamkeit. Wenn so viel zusammenkommt, dann verlieren die Zwillingsgeborenen die inneren Gleichgewicht, die verlieren auch die Kraft. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher momentan. In den kommenden Tagen kommt einiges in Bewegung. Das wird sichtbar sein. Aber nicht nur warten, sondern es ist wichtig, auf anderen zuzugehen. Oder eine männliche Person kann gerade eine Bedeutung sein. Aber nicht nur warten, bis dieser Mann meldet sich, sondern auf diese männliche Person zuzugehen. Das kann in beruflichen Situationen sein, eine Bedeutung haben, weil dieser Mann setzt sich ein oder hilft. Oder kann auch die Liebe Partnerschaft bedeuten und dann trifft das in erster Linie die Krebsdamen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Veränderungen, Umbrüche und Veränderungen. Und heute haben auch das Glück, etwas Neues zu wagen, etwas Neues zu starten, besonders wenn es um die beruflichen Situationen geht. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben Glück in die Liebe Partnerschaft. Da kommt die Bestätigung. Es ist vielleicht nicht heute, weil es ist eine gewisse Unruhe da oder Unsicherheit. Aber in den kommenden Tagen kommt schon diese Bestätigung und dann haben sie auch die Liebesglück. Die Jungfraugeborenen fühlen sich im Arbeitsplatz beengt, eingeengt und sie haben wie in einem Labyrinth und suchen sie Auswege. Es muss nicht unbedingt eine berufliche Veränderung sein, aber sie haben das Gefühl heute, dass sie bekommen zu wenig Anerkennung. Oder sie arbeiten zu viel und es kommt nichts zurück. Also die Möglichkeiten sind ziemlich eingeschränkt und sie fühlen sich beengt wie in einem Gefängnis im Arbeitsplatz. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist auch wichtig, das innere Gleichgewicht, auch auf den Gesprächen achten. Wenn das nicht direkt die Wagengeborenen betrifft, sondern wenn sie spüren, die Spannung, die Missverständnisse, dann ist gut, wenn die Wagengeborenen sie sich einsetzen für die Gerechtigkeit, für die Harmonie, also helfen für andere oder vermitteln etwas. Die Liebepartnerschaft ist auch ein wichtiges Thema, aber zurzeit fühlen sich die Wagengeborenen unsicher, was die Liebe betrifft. Veränderungen in allen Lebensbereichen kann das treffen, ein Umzug, eine berufliche Veränderung oder in die Liebe-Partnerschaft. Das ist auch sehr wichtig und das sollen die Wagengeborenen mutig sein, aktiv sein und wirklich diese Chancen, diese Verbesserung, diese Möglichkeiten auch wahrnehmen und so handeln. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben zurzeit Glück. In allen Lebensbereichen, was aber wichtig wird in die nächste Zeit, vielleicht nicht
Heute ist es spürbar, aber es ist die Energie in die nächste Zeit, die Liebepartnerschaft. Das spiegelt auch etwas für die Skorpiongeborenen, also ein sehr, sehr wichtiges Thema, das in Ordnung zu bringen. Die Begeisterung, die Leidenschaft ist jetzt schon da. Und die Bestätigung, die Stabilität kommt auch in die kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bewegt sich einiges. Die Schützengeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung. Das ist erstmal das Inneren, weil sie werden jetzt vieles loslassen, befreien von etwas und zeigen auch Offenheit für etwas Neues. Und es kann in jedem Lebensbereich treffen, auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch wohnlich. Und dann kommen die Neuigkeiten. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen haben zurzeit ein sehr wichtiges Thema, was in den Tagen spürbar ist. Und das sind die Sehnsüchte und die Wünsche. Und es kommt hautnah. Und jetzt treffen sie wichtige Entscheidungen, ob sie wirklich daran glauben oder nicht. Viele Steinbockgeborenen neigen dazu jetzt aufgeben. Aber einige Steinbockgeborenen sagen jetzt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt glaube ich fest daran. Und ich setze alles auf diesem Ziel, alles oder nichts. Das ist gerade die Motto bei den Steinbockgeborenen. Ein Gespräch kann unangenehm sein. Wenn Sie das spüren, dass es sehr schwierig, mühsam ist, dann lieber warten einen anderen Zeitpunkt, wo das besser klären kann. Sonst führt es zu Missverständnissen, zu Wut oder vielleicht sogar zum Streit. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen kümmern um die Freundschaften, Bekanntschaften. Sie sind auch in einer Gruppe aktiv, da organisieren einiges. Und bei vielen Wassermann-Geborenen ist das ein beruflicher Aufstieg. Möglichkeiten, Chancen haben sie, auch die Begeisterung und auch gute Gespräche. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen fühlen sich nicht so gut heute, etwas kränkt die Fischengeborenen, ein bisschen Geduld noch, weil in den kommenden Tagen kommt auch die Ruhe, auch die Heilung, wird auch alles geklärt. Und es ist nicht der richtige Augenblick, etwas Neues starten oder handeln, sondern zurückhaltend sein und abwarten in den kommenden Tagen, bis sich das alles beruhigt. Und das war meine heutigen Tageshoroskop, was ich noch erwähnen möchte, dass ich mehrere Kanäle habe, unter anderem Kabbala, Engel, Orakel, und alle paar Tage beschreibe ich die Engelenergie, wie sich das ändert nach Kabbala, und seit ein paar Tagen habe ich angefangen, auch jeden Tag beschreiben die Engelenergie, und werde ich auch in Zukunft das tun, dass ich die täglichen Engelenergie vermittle, also jeden Tag, so wie das die jüdische Kabbala beschreibt. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.